So, und damit willkommen zurück zu Gas Station Simulator. Der Laden ist erstmal geschlossen. Angestellte habe ich erstmal in die Pause geschickt. Wir tanken mal schnell. Unseren, na, wie heißt's, Bagger auf. In der letzten Folge war, glaube ich, der Sandsturm. Ach, Moment, ich kann mal schnell die Angestellten zeigen. Hier drei Wohnwagen, die sind fast komplett erholt. Ich wollte aber jetzt Sandhaufen erstmal entfernen. Sprit ist jetzt gleich alle, wie immer. Also aussteigen. Sprit haben wir ja schon in der Tasche. So, rein damit. Und jetzt aber weiter. Ich will die Parkplätze freiräumen. Ach, die habe ich schon freigeräumt. Okay, umso besser. Wo waren noch Sandhaufen? Da hinten sind Sandhaufen. Warum, weiß ich nicht. Was wir hier bauen können, aber ich wollte auf jeden Fall jetzt erstmal alles schick machen. Sprich, Toiletten muss ich glaube noch streichen. Wir haben ja jetzt eine Level 4 Tankstelle. So. Abkippen. Eventuell nochmal ein Darlehen dann beim Onkel aufnehmen, dass wir nochmal Lagerbestände erhöhen können. Immer noch mehr Sand. Mal noch an den Haufen ran und dann streiche ich noch ein bisschen. Da, 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 da. Wir brauchen viel Material. Na komm. Kraftstoff alle. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Diese Kiste. Ich hab da im ganzen Tank reingekippt. Einen ganzen Kanister, 20 Liter. Scheiße. Rein. So, jetzt noch mal aufnehmen. Okay, der ist zumindest weg, der Haufen. Da, 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 so. Abkippen. Lassen wir gleich hier stehen.
Ach, die Wände habe ich auch noch nicht gestrichen. Moment. Dann Farbe raus. Die Ente muss überpinselt werden. King Dennis, jawohl. Hier in der Wüste die Farbe oder das Wetter. Da ist alles schnell verwittert. Gerade nach so einem Sandsturm. So, die Wand auch noch. So. Gut, dann Toilette. Was machen wir da für eine Farbe an die Wand? Wollen wir es mal orange machen? Mal gucken, wie das aussieht. Oh Gott. Ah ja. Das sieht irgendwie schlimm aus. Irgendwann ist die Farbe auch alt, dann können wir über eine neue nachdenken. Hier drin auch. Ich wusste nicht, dass ich es... so viele Kloabteile habe. Ich dachte, als ich das eine gekauft habe, war gut. Na schön. So, der Boden, Boden austauschen wäre nett. Einfach ein Loch. Wo ist die Schüssel? Wo ist der Rest? Na gut, ja. So, dann mal hier noch. Und dort, wo Türen dran sind, komme ich ja nicht mehr rein. Doch, ich komme rein. Ich muss ein bisschen tricksen. Hintere Wand erreiche ich dummerweise nicht. Okay, aber hier zumindest. Da kann man noch ein bisschen Farbe ranwerfen.
sind wir mit der Toilette gleich fertig. Da könnte ich mal am Computer schauen, ob wir da irgendwas noch verbessern können. Dass vielleicht die leeren Kabinen hier auch gefüllt werden. Wobei, das machen wir erst später. Falls ich Kredit aufnehmen muss oder so, lieber nicht sofort. Dann machen wir hier die Ecken mal dunkel. Alles angebaut. Hier geht nichts. Ach, da können wir jetzt auch noch mehr Regale uns zulegen. Hatte ich das? Das sieht irgendwie so aus. Moment. Machen wir hier auch das Dunkelblau ran. Kann ich da jetzt noch eine dritte Zapfsäule aufmachen? Das sieht doch fast danach aus. Okay. Dann hier hatten wir so ein Grau. Was war, glaube ich, das? Der Mülleimer stinkt. Die Wand ist auch. Habe ich echt das Grau ausgewählt? Moment, sieht das schon arg dunkel aus. Gott, wir machen Scheiße. F zum Aufheben. Das Alkoholregal würde ich gerne lassen. Wenn jetzt mein Alkohol weg ist. Wir lassen das erstmal. Dieses Grau. Nur, dass die Wände nicht ganz so schäbig aussehen.
ich glaube bald Tankstellenmanager mit 3 Angestellten. So. Restlichen Wände sehen gut aus. Gucken wir mal, was können wir jetzt bei der Einrichtung? Hutständer kaufen wir. Und was kostet Brillen? Oh Gott. Dann machen wir mal ein Darlehen. Einrichtung, Regale, Brillen kaufen. So. Dann jetzt hier Regale. Brillenständer. Und Regale. Ein Hutständer. Dann müssen wir aber jetzt auch Ware bestellen. Lieferung. Kraftstoff haben wir noch. Lieferung. Produkte. Hüte. 1, 2, 3, 4. Brillen. Wow. Einmal. Zeitung glaube ich nicht. Eiscreme. Aber Snacks können wir immer gebrauchen. Zigaretten. So, was macht das? Eine Zwischensumme 500. Ja, noch Alkohol mit. 600. So. Autopflege. 700. Scheiße. Ein was zu viel. Okay, wir lassen die Chips da. Bestellung. Keine Kapazität. Oh Gott. Na gut, dann. Dann das weg. Ein paar Chips weg. So. Dann könnten wir im Grunde schnell noch Müllsäcke austauschen. Wagen kommt da hinten. Dann machen wir mal die Tankstelle schon auf. So. Und dann können meine Leute loslegen. Das aber dann in der nächsten Folge. Moment.
Charlotte. Kann ich dich bezahlen? Warum kann ich dich nicht bezahlen? Weg. Close. Bezahlung. Weg. Close. Bezahlung. Close. So, warum geht das bei dir nicht? Na gut. Okay, der will erstmal hier rein. Ach so, ich würde sagen, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.